Ach, komm schon. Niemand weiß, dass wir da unten waren. Und ich glaube, Geister reden nicht. Ihr Amis seid doch alle gleich, oder? Keinen Respekt vor Traditionen. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Schon wieder. Ah. So habe ich nie darüber nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, hab auch noch nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau. Brad, kennst du eine Gruselstory? Warte. Ja, ich hab was gehört, dass hier irgendwo passiert ist. Lass mal hören. Wir können was Gruseliges brauchen. Komm. Raus damit. Dein Seemannsgarn ist bestimmt gut. Die ist aber echt krank irgendwie. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay, los geht's. Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte, sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Ja, okay, dann mach ich ernst. Wenn ihr es unbedingt wissen wollt, sie stammt aus den verrotteten Seiten des schaurigen alten Bordmagazins, das ich auf dem Rundflug gelesen habe. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll. Ich glaube, sagen ein alter Mann. Rest der Welt, ein einsames Licht in der Nacht, Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebligen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schluchzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Und es hört sich so an wie der, Er hat nur eins im Sinn. Die Frau sagt, ich wohne hier. Hört sich so an wie dieser Synchronsprecher von Hicks. Sind gerade oben. Wendung. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Okay, gut, dann war es ein Fleischhaken. Sie wurden damit aufgeschlitzt und an den Schwachen gehängt. Moment, du änderst die Mordwaffe? Ich dachte, das ist eine wahre Geschichte. Da war viel Blut. Ein Gemetzel. Wer weiß schon, wie sie starben. Okay. Sag mal einfach nichts. Wer war's? Wer war's? Also, die Frau, immer noch hysterisch, sagt, ihr Ehemann war es. Und er ist noch da. Im Wandschrank. Ja, die Ehe ist scheiße, ne? Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank, öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber er hat sich die Eingeweide mit dem Fleischhaken herausgerissen. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher. Näher. Und er sieht sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen raus und er schreit. Oh, ach, das ist Leo, super Wendung. Schön. Nicht schlecht, Kleiner. Nee. Ach komm, das war nicht gruselig. Das war ganz schön billig, Kumpel. Okay. Ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen, das Wetter wird schlechter. Nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Haie geht. Was für Regeln sind das denn? Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls unter Division 1099. Aha. Wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Können wir machen, ja. Ich folge nur Befehle, Mann. Mir gefällt diese Website. Roger, mein Freund. Ich bin raus. Müssen wir mal gucken. Wenn ich spiele mal bis morgen durch. Scheiß drauf.
Und keiner bleibt wach. Das ist ja auch dumm. Ach, Scheiße. Das ist nicht gut. Ach du Gott. Ich bin in der Flasche ein Schilliger. Ich weiß, wer das ist. Die vom Boot. Nein, das sind die vom Boot. Von dem anderen Boot. Die wir dumm angemacht haben. Dafür bekommen wir jetzt Karma. Genau den haben wir dumm angemacht. Den hat Konrad dumm angemacht. Ich muss ihn entknebeln, er ist besser. Ernst? Ich glaube schon. Hilf ihr mal. Wieso Hey, also, schlechte Neuigkeit. Wie bitte? Das kann noch schlechter werden? Ja, also das sind vielleicht die Fischer, die ich etwas aufgezogen habe. Oh, verdammt, Conrad. Doch gute Neuigkeiten. Großartig. Oh. Ich hab sie erkannt. Wieso ist das gut? Ich dachte, du fragst erst nach guten Neuigkeiten. Du bist so ein Idiot. Himmel! Ich hab gar nichts gemacht. Hey. Alex, was werden die uns antun? Ich will es nicht mal wissen. Ich will hier raus. Wir sind in großer Gefahr. Wir müssen uns losmachen, sofort. Komm her. Deswegen mache ich dich los. Scheiße, das klappt nicht. Nein. Los doch. Ich hätte auch erkunden können. Mit Handschellen. Ah, Arschloch. Das komme ich später. Oh nein. Ich bin nicht. Man weiß, alles dass ihr hier seid, meine Lady. Ihr seid hier ganz allein. Machen wir das Beste draus. Du kannst mich mal kreuzweise, du Stück Scheiße. Du hast sie gehört. Ich weiß, was abgeht. Ich weiß, was oben abgeht. Oh nein. Ich habe einen ins Bauch bekommen. Im Bauch. Oh nein.
Noch einmal. Was wollt ihr, Wichser, denn? Ich sterbe jetzt. Ich bin tot. Gleich. Langsam. Ruhig. So, ich fick dich sagen oder bitte hör auf. Okay, ja. Er hat mir mein Ohr abgeschnitten. Wir beenden das später. Ich nehme doch allgemein alles auf. Ich werde jetzt noch zwei Kanäle in kompletten Clips hochladen ohne Cut. Weil das Game macht echt Bock. Da kann man sich auch definitiv ansehen. Der hat mir mein halbes Ohr abgeschnitten. Deiner besten Seite, kleiner Mann. Ich sag okay, weil wenn ich noch was schlecht okay. mache, bin ich kurz okay. vom Tod. Jetzt siehst du mich. Oh Himmel, Conrad! Halt, halt da, Alex! Aufhören, lass sie los! Selbst einer. Sie werden sie nicht schlagen. Haben sie Fliss auch nicht. Fliss scheint schon ziemlich dicke mit ihnen zu sein. Ja. Wo ist denn mein Bruder? Warte mal. Das ist eine gute Frage. Ich habe ihn nicht gesehen oben. Ich weiß nicht. Er ist bestimmt okay. Okay. Dreh dich um. Versteck deine Hände. Wenn wir Julia haben, können wir sie vielleicht überraschen. Okay, sie kommen. Heißt, die wollen Geld. Jetzt können wir nur abwarten, was sie mit uns vorhaben. Aber wo ist der Bruder von dem? Na, die war oben. Überraschen wir sie. Nehmen die Knarre. Sie könnten sich wehren, aber wenn wir die Knarre haben, ergeben sie sich. 7 Sekunden. Ich kann durch das Fenster raus, wenn wir diese Dinger knacken. Zu laut. Das hören sie. Wir knacken sie, während es donnert. Gute Idee. Ich glaube, das Boot wäre keine gute Idee. An der Seite entlang und greif sie an. Wir greifen sie von hinten an. Lass uns nicht hier, okay? Okay, dann los jetzt. Yeah.
Jetzt Herzschlag, Herzschlag. Ich auch. Hä? Wie? Kali jetzt! Ich kann fliehen, ne? Ich hätte fliehen können, ne? Fallen lassen, Alter. Lauter Amateure hier. Fliss. Ich schaff das. Ich regel das. Oh nein. Ich hätte fliegen können, ich hätte fliegen können. Schnapp sie! Ich hau einen aufs Maul. Denk nach, was du tust, Bursche. Geh aufs Boot! Hilfe! Los! Das Kind will mich umbringen, Oswald. Ich kann immer noch fliehen. Ich hätte fliehen sollen. Lass ihn los. Jetzt! Alex, das ist verrückt! Was ist los? Runter von unserem Boot. Euer Boot. Ich bin jetzt der Captain. Ja, ey. Komm, Charlie. Die Arschlöcher fertig. Charlie. Runter von unserem Boot. Charlie. Jerry. Setz euch. Jerry. Da drüben. Du. Jerry. Genau hier. Setzen. Du hast es jetzt zerstört. Du hast sie umgebracht. Du hast deine Freundin umgebracht. Ich hab dir zweimal gesagt, du sollst aufhören. Du hast einfach eiskalt deine Freundin umgebracht. Herzlichen Glückwunsch. Ihr hättet heiraten können. Kinder und so einen Scheiß. Wer erzählt mir ja, du abgelenkt hast. Von diesem Monchurei-Kult? Wieso hast du nicht einfach aufgegeben? Ist okay. Ich bin da. Ah, sie lebt noch. Ich glaube, dass sie ist gestorben. Das ist Alex. Alex, wer bin ich? Wie konnten wir nur so dumm sein? Und dabei haben wir noch Glück gehabt. Ich könnte tot sein. Was hast du dir gedacht? Oh, Jerry. Geht's nicht nur um dich, Julia. Wir hätten das Blatt wenden können, dann würden wir jetzt nicht Jerry. Hier sitzen. Okay, jetzt haltet die Fresse! Oh nein. Lass uns doch einfach nur reden. Du willst reden? Dann aber leise. Ach komm schon, wir vertreiben nur unsere Zeit. Seid still. Der Kapitän sagt, halte den Mund.
Also bitte. Ja, ich hab's auch verkackt. Sitzen bleiben, alle. Die Chance wird auch nochmal kommen. Du, komm jetzt mit. Oder auch nicht. Vielleicht wär's auch schlecht gewesen. Finde raus, wie lang der Sturm noch dauert. Versuchst du was? Irgendwas Krummes? Dann gibt es Konsequenzen. Verstanden? Duke of Milana bittet Wetterbericht. Over. Doc, wir hören Sie. Ist alles okay? Over. Können Sie uns neue Infos über den Sturm geben? Hätte ich jetzt gesagt, dass Sie Hilfe brauchen, dann wäre es gewesen, oder? Großer Sturm kommt da von Osten. Oder ist da jemand gekommen? Aber... Nee, ich verzieh das! Scheiße, ich hätte sagen müssen, Hilfe. Dann wäre ich was... Aber was ist, wenn die mir das nicht glauben? Ich sag was... Ich sag, dass alles okay ist. Danke für die Info. Wir sehen uns auf einen Drink an der Küste in ein paar Tagen. Ah, damit vertraut er mir auch mehr. Wenn ich jetzt nicht komplett rebellisch bin. Er hat mich gerettet! Alles geht besser, wenn wir einander helfen. Er hat mich gerettet, ne? Oder? Warte, kommt doch schon. Ich helfe euch. Ich rette meinen Bruder. Hey! Bewegung! Jetzt! Was zum Teufel, Alex? Was ist mit mir? Ich musste Brad helfen. Danke! Du musst mehr auf sie achten, bitte. Beziehung wird krach. Nee, gerade nicht. Ach du Scheiße. Das sieht die Panik. Oh nein. Jerry kannte dich. Sind noch am Leben. Das hätte auch anders kommen können. Was? Ich glaube, hätte ich den Notruf gerufen, dann wäre es vorbei gewesen. Gutherzig, wie ich nun einmal bin, möchte ich Sie auf das vorbereiten, was Ihnen bevorsteht. Gespannt? Zuversichtlich. Der eine sagt ja und der andere sagt nein. Wenn Sie Kooperation eine Chance geben, dann sind die Ergebnisse vielleicht angenehmer. Jedenfalls haben Sie nun einen Punkt höchster Verzweiflung erreicht und möchten unbedingt zu Ihrer Geschichte zurückkehren. Aber eines noch. Es ist vielleicht nicht alles, wie es scheint. Ah.
Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Wie interpretiert man das jetzt? Ja, das ist jetzt zurück zum Hauptmenü. Na, das wird der Speicherpunkt sein. Das ist aber ein richtig geiles Game, muss ich sagen. Oder Jerry? Na, warte, ich lade dich wieder ein, damit wir nochmal gucken können. Komm rein. So, fortsetzen. Bereit. Machst du ready? Vielleicht hätten wir auch erstmal dieses Intro durchlaufen lassen müssen. Kann auch sein. Dann können wir direkt wieder rausgehen, wenn das bei dem Typen ist. Ja, okay, passt. Ja, ist perfekt. Are you ready, Rainer? Was ist denn jetzt los? Jerry? Warum bist du zweimal in der Party? Kannst du bitte mit dem einen Account rausgehen? Aua! Ne, das ist, weil Conrad die dumm angemacht hat. Weil die jetzt Geld wollen. Von den Eltern. Conrad! Seinem halben Ohr. Nein. Die sollen da drauf. Alle gehen jetzt da drauf. Du darfst ihn auch nicht hinlegen, Quick Event. Nö, echt nicht. Nein. Auch als Quick. Oh nee, da war ich. Los, beweg dich. Da wurde mir ein Messer in den Herz gerammt. Ich bin Julia. Cet endroit, c'est un foutu
J'espère qu'on est les seuls ici. Nein. Aber alle. Da drüben. Wen spielst du? Hey. Ja. Na los, marsch! Ich habe irgendwas verloren. Julia. Marsch! Kannst du mal ein bisschen chillen? Ich werde die ganze Zeit hinterher gedrückt. Okay, ihr alle in den Raum. Ja, ich will alles erkunden. Vor allem, wer geht denn freiwillig auf dieses Schiff? Nach unseren Beobachtungen ist dies eine Art Schiff. Und noch dazu ein verlassenes. Daher würde ich mal vermuten, dass es irgendeine und Art verlassenes Schiff ist. Ach, echt, Sherlock? Schreibst du auch ein Buch drüber? Oh. Sei doch kein Clown, Conrad. Das ist ernst. Sitzen wir nicht einfach rum. Wir brauchen einen Plan. Genau. Wir sind nicht unbedingt in der besten Position, um irgendetwas zu tun. Wenn ihre Aufmerksamkeit nachlässt, nutzen wir die Chance und verschwinden von hier. Ja, wie denn? Ich weiß, Mann, aber ich weiß nicht, ob ich das durchhalte. Die haben mich echt erwischt. Jerry. Ja, ich mach zuversichtlich. Wir kriegen dich hier raus, Conrad. Keine Sorge. Sie haben unsere Verteilerkappe. Ohne die kommen wir nirgendwo hin. Also, okay. Was genau ist eine Verteilerkappe? Stell dir vor, du redest mit einem, der absolut nichts über Boote weiß. Können wir... Also die Verteilerkappe leitet für gewöhnlich die Spannung... Können wir einfach ein bisschen chillen und nichts machen und einfach warten? Damit keiner stirbt. Ohne sie läuft der Motor nicht. Und ohne sie fährt die Duke of Milan nirgendwo hin. Während diese Typen nach Mandschureigold suchen oder was sie auch meinen, auf diesem schwimmenden Sarg zu finden, sollten wir die Chance nutzen und nach einem Weg hier raussuchen. Okay. Ah! Was da wohl passiert ist? Gefunden habe.
Warte, ich habe einen Brief gefunden. Chill mal. Fräulein Jill River, Apartment 2, 275 Lockwood Drive, Crescent Springs, Cincinnati, Kentucky, 41027. Hallo meine Süße, ich vermisse dich so sehr. Noch 3 Monate bis zu meinem nächsten Urlaub und dann schließe ich dich in meine Arme. 3 Monate. Ich hatte mit den anderen Jungs Landgang. Wir haben ein paar Bier getrunken, nur eine Bier. Aber keine Sorge, ich bewahre mir alles für dich auf, wenn du verstehst, was ich meine. Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, dein Chef lässt dich in Ruhe. Ich weiß, du kannst auf dich aufpassen, aber ich fühle mich hilflos, weil ich so weit weg bin und dich nicht beschützen kann. Was gefunden? Ich kriege ihn nicht auf. Hey, hier, hier. Da gehe ich aber nicht durch. Was? Wow, wir wissen nicht, wohin dieser Schacht führt. Chill, Jerry. Dann finden wir es doch raus. Oh, so ein Arschloch. Soll ich ein Loch in die Wand schlagen? Okay, rebellisch. Nein, ich mach das. Wir brauchen eine Ablenkung. Das wird laut. Ja, okay. Conrad, du machst das. Du kannst es fahren, Jerry. Jerry, komm. Ich hab's auch nicht gecheckt, ne? Du hast auch direkt gedrückt. Ja, ich auch. Dadurch haben wir verkackt. Dadurch ist die am Arsch. Scheiße. Wir beide haben direkt das Falsche gemacht. Egal, war eh nur die, das Boot. Wir müssen Fliss holen. Sie wurden also die wichtigste. Ja, holen wir sie. Niemals. Keine Heldentaten. Wir müssen schnellstens ganz weit weg. Scheiße. Du hast recht. Scheiße. Ich auch. Warte mal. Was? Nee, ich gehe hier nicht rein. Lass mich raus. Ich gehe da nicht rein. Ich bin schon weg. Oh nein, viel Spaß. Warte, da leuchtet was. Ich habe einen Bootplan gefunden. Und einen Raumplan. Guck mal da. Ich frag mich, ob das okay ist. What? Sie ist ein zähes Ding. Was machen Sie wohl mit ihr? Jay, du machst dich bloß verrückt. Hoff einfach das Beste, okay? Da war noch was. Hier war noch was.
doch. Komm. Gar nichts. Ah, oh nee. Ich gehe nicht durch die Toiletten. Geh du dahin. Da hinten. Da ist jemand. Der hat sich hinter der Säule versteckt. Was ist das denn hier? Maschinenraum? Und? Können wir hiervon noch was nutzen? Geh du geradeaus. Da war ich noch nicht. Ich hab was gefunden. Ein Buch, das bringt mir aber nicht viel. Ich kann's aufmachen. Ach du Gott. Das Boot ist kaputt. Das ist Handwerksbuch, Reparaturbuch. Das ist nicht gut, Jerry. Risse und so. Und Fehlfunktion. Der Boden. Ein Knochen. Okay. Hallo Jerry. Und was findest du? Warte, dann lese mir das schnell durch. Vielleicht stehen da wichtige Infos. Ah, das ist die. Ah, das ist das. Das mit denen aufs Maul hauen von uns. Der Vorstory. Ja. Glaub, nee, noch nicht. Warte, ich muss jetzt mal hier lang. Wo seid ihr? Warum seid ihr so weit weg? Ich muss mal hier hinterher. Oh nee, Fischkopf Larry. Das brauchen wir. Hey, seht mal. Ist das die Verteilerkappe? Ja. Ja. Chill. Welche
Teilekappe. Oh, ich dachte, du meinst eine Kappe, also ein Cappy. Jo, Brad, komm schon, wir müssen das durchdenken. Oh mein Gott, jetzt warte mal. Brad, bitte. Wieso macht Brad das? J'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Mach nichts. Das ist gut, das ist gut. Ja. Das war besser. Nee, das war wichtig. Weil er wäre dadurch nicht knockout oder so gegangen. Niemals. Oh. Oh nee. Jones, was sag ich dir? I know about. That's cool. Es tut mir leid. Mal gucken. Hoffentlich braucht er nicht so lange. Beeil dich. Beeil dich. Doch.